Etwa 250.000 Kinder wachsen in Moldawien ohne ihre Eltern auf. Um ihre Kinder versorgen zu können, haben die Eltern das Land verlassen und arbeiten oft als illegale Einwanderer im Ausland. Den Kindern fehlen einfach ihre Eltern. Sie haben sie oft Monate oder sogar Jahre nicht gesehen. Die Eltern arbeiten im Ausland, um Geld für die Familie zu verdienen. Und die Kinder vermissen sie. Natürlich lieben auch die Großeltern die Kleinen, aber sie können sich oft aufgrund ihres Alters einfach nicht mehr so gut um ihre Enkel kümmern. Das merkt man, dass die Kinder sich nach ihren Eltern sehnen. Und das können Oma und Opa, egal wie viel Mühe sie sich geben, einfach nicht auffangen. Umso wichtiger ist es, dass die Kinder, zumindest im Kindergarten, gut versorgt werden, dass sie Spielzeug haben, etwas zu essen bekommen, einfach Kind sein können. Leider ist das aber in den meisten Fällen nicht so. Darum unterstützt Gloria gemeinsam mit Wort und Tat verschiedene Kindergärten. Der Unterschied zu anderen Kindergärten in Moldawien ist sehr groß. Bei uns ist es warm, gemütlich und trocken. Es gibt Spielzeug für die Kleinen und jeden Tag etwas Gesundes zu essen. Der ganze Kindergarten wurde von Gloria neu renoviert. Die Kinder fühlen sich hier sehr wohl. Es gibt keinen Kindergarten, den ich kenne, der so gut versorgt ist wie wir. Dank der Hilfe von Gloria. Aber nicht nur in den moldawischen Kindergärten mangelt es an fast allem. Die Situation in den meisten staatlichen Einrichtungen ist katastrophal. Egal ob Schulen, Krankenhaus oder Seniorenheim. Dem Staat fehlt das Geld selbst für die dringendsten Renovierungen. Am meisten unter dieser Situation leiden die Schwächsten. Arbeitslose, Alte und Menschen, die auf der Straße leben. Gerade diesen Menschen will Gloria helfen und hat in Chadirlunga ein Obdachlosenheim gegründet. Die meisten der Männer, die hier wohnen, sind obdachlos und leben auf der Straße. Oder sie haben zu Hause Probleme, wurden von ihrer Familie rausgeworfen und wissen jetzt nicht wohin. Zusammen mit den Menschen in Chadirlunga ist Wort und Tat dankbar, dieses Projekt begleiten zu können. Getreu dem Motto, Gott liebt die Menschen. Wir zeigen es ihnen in Wort und Tat.